So, dann schauen wir mal weiter. Kommen da jetzt noch welche? Da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Ja, komm. Lass das mal dein Papa machen. Mit dem Scheißteil. Was macht er denn jetzt? Ah, Schlösser knacken. Schritt 1, das Schloss das Schloss freilegen, bevor den Cursor in den grünen Bereich drücke, dann X. Okay. Schritt 2, das Schloss knacken. Drücke X, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Wow. Ah, okay. Ah, okay. Ja, komm. Wow, der fette Wumme. Jetzt geht's rund, Alter. Denk dir. Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nahm. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah im Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Genau. Alter! Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Mhm. All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Ja, damals in den 60ern war alles noch viel einfacher. Da konnte man Flaschen durch die Gegend schmeißen. So, Route festlegen. Öffne die Karte mit M und lege mit M den Zielort fest. Auftrag auswählen, drücke auf der Karte X, um einzelne Kapitel anzusehen und scrolle dann mit L durch die verfügbaren Einsatzziele. Schließen mit Ü. Ah ja. So, wo müssen wir denn da hin? Hier haben wir Tick for Harbor. Point Verde, Frisco Files, Innenstadt, Barclays Mills, und was muss man hier machen? Ah, ein wenig Action, New Bordeaux am heimischen Herd. Das Leben zu Hause ist offenbar nicht ganz so ruhig wie erwartet. Fahre zu Sammy's Bar. Jo, machen wir doch direkt, ne? Würde ich sagen. Auf zu Sammy's Bar. Okay. Ah, oh, geil. Sammy, geht's gut? So
Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Ob er das Flugzeug abstößt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern? Dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Alter, wie die Karre abgeht. Voll geil. Yeah! Gibt's ja auch irgendwo Handbremsen. Weg! Polizeibeobachtung. Oh, die Polizei greift dich an, wenn du in ihren sichtbaren Verbrechen begehst. Dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Ah, okay. Die Polizeibeobachtung wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Ah, das ist cool. Das hat mich immer bei GTA so ein bisschen gestört, dass man da fahren konnte wie ein Bekloppter und die Polizei nichts gemacht hat. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr Hund. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sir sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Ah, okay. Wir sollen also Heroin verticken. Für den Anfang. Sehr cool. Also, Heroin verticken an sich ist nicht cool, aber die Story fängt so langsam an, ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Wart's ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Komm, wir gehen vorne. Ah, die Musik ist geil. X-Helden-Arsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Coole Sache. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen hab. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wär endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Corn Whisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr... sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison!
Komm her. Hey. Hi. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss da durch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Okay, geh ins Bett. Dann wollen wir dem doch mal nachkommen. Im Keller pennen, Alter, was ist da los? Bevor wir ins Bett gehen, gucken wir uns hier nochmal um. Oh, was ist denn da vorne? Ein Bunny. Ein Playboy gefunden. Ja. Wollen wir uns hier noch angucken? Was läuft da noch in der Glotze? Nix. Hier gibt's auch nix. Nö. Scheint nirgends noch was zu geben. Also bleibt nur die Option, ins Bett zu gehen. Ah, ein Tresor. Können wir da dran? Nö. Leider nicht. Aber mehr scheint es hier wirklich nicht zu geben. Schade. Also bleibt nur die Option. Wir gehen ins Bett.